Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Und diesmal wird es wieder eine kleine Landschaft werden mit ein paar Blumen und einem See. Und ich beginne mit dem Himmel und da lege ich zuerst eine dünne Schicht weiß auf. Auch wenn du das auf einer Leinwand malst oder in einer größeren Größe, dann kannst du genauso vorgehen. Es muss auch nicht so aussehen, wie es bei mir aussieht. Einfach nimm es als Inspiration zur Inspiration und lass dein eigenes Werk entstehen. Jetzt gehe ich in das Blau, nur mit der Pinselspitze ein ganz klein wenig. Und ich verblende mit der noch feuchten weißen Farbe das hier ganz automatisch. Jetzt nehme ich noch einen gelben Sonnenschein dazu. Und ich male einen See und dann ist es ganz gut, wenn der See die Farbe widerspiegelt, die auch im Himmel ist. So, jetzt bin ich damit schon zufrieden. Jetzt muss ich mir überlegen, wo setze ich das Land an. Ich nehme immer noch den gleichen Pinsel und ich nehme hier einfach circa die Mitte und bin ziemlich ungleichmäßig und dadurch entstehen ganz natürliche Lichter und Schatten und du hast automatisch schon was gezaubert da hinten. Jetzt möchte ich gerne, dass hier noch ein paar Blumen sind. Also haben wir hier ein kleines Ufer. Und jetzt nehme ich einen Schlepperpinsel und male erstmal Halme. Dafür nehme ich ein bisschen Schwarz, etwas Grün. Und ich mache jetzt die Farbe ziemlich flüssig. Und ich gehe hier unten hin und setze hier Halme hin. Du kannst die Halme von unten nach oben oder von oben nach unten ein bisschen geschwungen, manche gerade. Ich komme mit der Pinselspitze gerade so auf dem Malgrund an. Und wenn du das auf einer Leinwand malst, da ist es dann auch sehr wichtig, dass die Farbe gut flüssig ist, damit das auf dem Gewebe von der Leinwand, dass sich das gut umsetzen lässt.
Jetzt nehme ich Gelb mit dazu. Jetzt werden die Halme etwas heller, noch ein bisschen weiß. Und Wasser. Ein paar dickere Halme. Und mal in das hellere und mal in das dunklere. Jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr Gelb dazu. Und auch noch ein bisschen Weiß. Und Wasser. Da können wir noch ein paar dunkle dazwischen setzen. Ich nehme immer nur ganz wenig Farbe und komme gerade so auf den Malgrund an. So, und jetzt finde ich das mit den Gräsern schon ganz schön. Ich wasche den Pinsel aus und nehme einen anderen. Und jetzt male ich kleine Blumen. Der Pinsel kommt aus dem Wasser, den habe ich gerade trocken getupft. Und so male ich ein paar Blumen. Wenn sich das jetzt ein bisschen vermischt, ist das nicht schlimm. So entstehen auch wieder natürliche Lichter und Schatten.
Auch das muss nicht ordentlich sein. Genieße einfach, was du tust, jedes Blütenblatt. Jetzt kommt der Blütenstempel. Auch der muss nicht exakt rund sein. Die Blumen bewegen sich im Wind und dann siehst du mal mehr davon und mal weniger. Dann können wir noch ein bisschen was andeuten. Und dann möchte ich hier am Ufer noch ein bisschen, das noch ein bisschen schöner machen. Dafür nehme ich das Orange, nehme Wasser dazu und lasse Schlieren auf dem Wasser entstehen. Noch ein bisschen mit Weiß. Wenn dir irgendwie sowas passiert ist, dass es ein bisschen zu dick wurde, dann kannst du einfach mit dem Finger da drüber gehen. Einmal mit dem Finger drüber und dann bleibt da nur noch ein Hauch von und so kann es dann auch bleiben. Und jetzt könnten wir hier noch eine dunklere Kante hinsetzen.
das Ufer. Ein bisschen mehr Wasser dazu, dann lässt sich das besser verteilen, besser pinseln. Nicht so ordentlich. Das können wir dann jetzt auch noch auf dem Wasser ein bisschen spiegeln. Und wenn dir das zu dunkel wird, dann kannst du immer noch mit einer hellen Farbe da drüber gehen. Also versuch ruhig, probier was aus. Probier ruhig was aus und dann schaust du mal, wie es für dich am besten passt. Diesen Schritt kannst du natürlich schon vorher machen, bevor du hier die schönen Blumen gezeichnet hast, gemalt hast, ja. Genau, dann können wir noch ein Wölkchen machen. Und dann gehe ich in das Weiß. Da ist jetzt ein bisschen rosa mit dabei, das ist nicht schlimm. Und dann gehe ich einfach und setze das hier an und gebe dem ein bisschen mehr Leben. So, und dann denke ich, bin ich auch schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest was mitnehmen. Lass mir gerne deinen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Wenn du magst, werd Kanalmitglied und dann sind wir miteinander verbunden und können auch ein bisschen zusammenarbeiten, wenn du magst. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachmachen. Alles Liebe, deine Anke.